Lags. Der ist blöd. Na, schön in Bewegung, den Arsch. Ja, den hätte ich wieder treffen können. Ich hasse diese Schläge. Die normalen Schläge. Das könnte ja fair sein, wirklich. Der, ich muss sagen, die sind voll scheiße zu bekämpfen. Oh! Den hättest du ruhig wann anders machen können. Den Sturm lieb. Oder wie auch immer man den Wirbelschlag. Hahaha. So, man konnte das irgendwie von der Seite... Genau, einer ist tot. Und der gibt mir gleich ein Herz. Oh, wie nett. Nein, ich wollte nicht süß sagen. Ich wollte nett sagen. Weil er ist ja nett. Nette Mann. Na, ich hab den Schwarzen getroffen. Schwarze Pütter. Entschuldigt, dass ich jetzt ein bisschen ruhig bin, aber ich muss mich konzentrieren. Dass ich nicht sterbe, weil ich schon einen umgebracht habe. Und ich habe keine Lust, jetzt ein Safe State zu machen. Weil ich sonst getroffen werde, so wie jetzt. So funktioniert es. Man kann hinter die fliegen und dann schlagen. Wenn sie nicht so gut reagieren können. Oh oh. Oh, das ist auch noch auf Zeit. Wie toll. Verdammte Kacke. Verdammt, ich muss euch umbringen. Es gibt irgendeinen Trick, die dauernd zu treffen. Ich kenne den Trick nicht. Nicht mehr, ich konnte ihn mal. Ah. Okay, der Trick funktioniert doch gut. Auch wenn es kein Trick ist. Das ist einfach nur über die Gegner drüber fliegen und dann schlagen. Da-da-da-da. So, zweiter Tod. Fehlt nur noch der Schwarze. Und somit auch der Stärkste. Ich finde es jetzt ein bisschen unfair, dass man dann gegen Vati mit so geschwächten Herzen kämpfen muss. Warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Ich hasse dich! Schwule Sau! Ernsthaft? Ich muss die Schwarzen früher umbringen. Den mit der riesen Hitbox. Da! Ah.
perfekt. Ich sag auch noch, dass ich den umbringen muss. Früher als alle anderen. Und was mache ich? Ich bringe die andere zuerst. Ja, ich habe ihn umgebracht. Das hilft mir aber selten wenig. Weil ich erst mit 4 Herzen gegen Vati kämpfe. In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämon der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Ha! Ah, ja, im Raum davor. Ich muss eins sagen, der erste Boss ist am schwersten. Ja, das muss ich wirklich sagen. Der ist am schwersten. Weil der auch am bescheuertsten zu treffen ist. Ja, ich stelle mich gleich natürlich wieder dumm an. Bin natürlich gleich wieder tot. Ganz am Anfang. Ja, das Ziel, unser Ziel ist es, am Anfang diese Augen umzubringen. Wenn nicht, macht er diesen Ball und der Türschutz. Ich finde das wirklich unfair, dass man sich, dass man davor keine Heilmöglichkeit hat. Obwohl, ich muss sagen, nach dem Boss wird es auch nicht weiter schwer. Ja, und dann passiert das. Dann wird das Auge frei und wir dürfen einmal kurz auf ihn draufhauen. Mit kurz meine ich kurz. Und jetzt werden es immer mehr Augen, die man schwer erkennt. Ah, Mist, das Auge wird schon wieder weit. Geht wieder weiter weg. Ah, verdammt. Oh. Ah, nee, jetzt teleportiert sich der Depp auch noch und bewegt sich. Egal, ich habe ein P. Ah! Die kann man jetzt mal wieder nicht töten. Was war nochmal mit denen? Musste man die wegsaugen? Die Schattenbälle? Mal schauen. Wenn ja, ja, verdammt. Feuerwelle, 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 Feuerwelle! Oh, Kacke. Jetzt ist die Frage natürlich, ob ich den nächsten auch schaffe. Die nächste Form. Die ist zwar nicht so schwer wie die erste hier, aber die ist auch komplett scheiße. Wie eigentlich der ganze Boss. Total unfair und kacke. Feuerwelle, 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 Feuer, Feuer. Ich habe keine Fee, ich kann das nicht mehr schaffen eigentlich. Wo es am besten die Augen umzubringen geht, ist bei Black. Nein, ist bei der Phase, wo er Laser schießt. Blablabla. Dritter Sepp. Da. Oh, jetzt macht er noch einen Sepp. Erste Form besiegt. Wow. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich unterschätzt. Gut. Was sagst du dazu? Ich habe noch mehr Kraft gesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit einem winzigen Schwert nicht bezwingen. So, die Form ist nicht sonderlich schwer. Sie kann nicht wirklich viel. Aber sie ist etwas nervig. Genau.
genauso nervig wie hier der Manta. War das? Hallo? Kannst du mal bitte ein Auge öffnen? Oder muss ich dich zuerst mit Pfeil anschießen? Ah, so war das. Nein, das Auge ist ganz sicher nicht. Ich weiß, welches es ist. Das war ja klar. Ja, das ist das Problem bei dem Boss. Er ist ziemlich schnell vom, von der Handlung her, also muss man sich beeilen. Der schließt dann nämlich das Auge und wenn man nicht schnell genug das, das Verdoppeln abbricht, passiert das, was gerade passiert ist. Und das ist etwas nervig, aber da fällt mir gerade ein, das kann man doch zerschlagen, bei manchen kommen die Pfeile raus. Kamen da nicht Herzen raus? Verdammt! Hab ich gedacht, ich hätte noch eine Chance zu überleben. Naja, man kann ja auch mal träumen. Verdammt. Ich finde, das ist wirklich einfach nur unfair, der Boss. Weil davor diese komischen Ritter sind und dann dieser ganze Kack. Blab. Warte, nein, da muss man doch gar nicht Pfeile benutzen. Man konnte doch einfach weiter auf ihn. Ah! Blitzbälle. Die dritte Form ist wieder ganz leicht. Also er hat drei Formen, der Martin. Nach der Form denkt man erstmal, er wäre besiegt. Spoiler. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, man kann ihn nämlich auch so anschießen. Ah, endlich mal was anderes. Okay, so ist es auch nicht in der Form, also ist es auf der rechten Seite. Oh. Jetzt nervt er mich ein bisschen mehr, weil er auf meinem Vervielfachungszeug steht. Komm her. Ich mit meinem halben Herz kann dich auch voll noch besiegen. Verdammt. Klar! Immer! Okay, ich muss mich eindeutig besser bei dem... bei den Rittern anstellen. Es ist einfach nur total scheiße, den Boss zu besiegen. Ernsthaft, es ist nicht wirklich leicht. So, das reicht aber schon. Dann nehme ich mir jetzt den Greifenmantel wieder. Müsste ich nur noch den Trick geben, die komischen Ritter. Danke. Verdammt. Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und, ich würde sagen, im
nächsten Part sehen wir uns dann bei der zweiten Form von Vati wieder. Also, ja, bis dahin. Ja, Leute, ich bin wieder da. In dem letzten Part, hoffentlich, von Let's Play The Legend of Zelda The Minish. Ich hatte eigentlich gesagt, wir sehen uns in der zweiten Phase von Vati wieder. Aber ich schätze, das wird nicht gebraucht, weil ihr habt gerade meine Herzanzahl gesehen. Ich habe die Ritter geschafft, ohne nur einen einzigen Schadenspunkt zu nehmen. Immer diese Geräusche, wenn der sich verwandelt. Ich will mich bewegen. Hallo. Hallo Augen. Hallo Augen. Hallo Augen. Hallo Augen. Das war ein bisschen mies. Als er Feuer geschossen hat, ja, es war ein bisschen böse. Na, jetzt wird es schon wieder schwerer, gegen den zu gewinnen, weil ich keinen Laser mehr habe. Ich könnte jetzt ja auch wieder... Och, nee. Der ist scheiße, der Ball. Nee. Nächster Versuch. Den Ball, der darf mich nicht erwischen. Der darf überhaupt erst gar nicht kommen. Und ich darf auch nicht beim ersten, vor der ersten Augenphase reinfahren. Darf ich auch keinen Schaden geben, sonst wäre es ja ein bisschen überhaupt. Oh, verdammt! Ich weiß, bei dem Boss lasse ich mir jetzt irgendwie leicht aufregen, aber... Wo ist das Auto? Ah, Mann! Kommt es auf einmal? Irgendwo aus nirgendwo. Feuerauge. Die nächsten vier Augen. Lalalalalalala. Das letzte Auge ist da. So, jetzt bewegt er sich. Ein bisschen hier aber Brille. So, einmal kurz speichern. So, jetzt macht er das. Jetzt komme ich den alles aufzusaugen. Das Feuer konnte man dann nicht aufsaugen. Schön. Ja, schön, schön, schön. Schön, alles schön bis jetzt. Bis auf das. Das ist natürlich nicht so schön. Ah. Egal, das kann ich einstecken. Ist ja nicht wirklich was Schlimmes gewesen. Es waren nur zwei riesige Schadenspunkte, die mich töten werden. Vor allem töten mich die Schadenspunkte. Immer. Also wer lässt sich nicht von Schadenspunkten töten? Also ich kenne keinen, der sich nicht von Schadenspunkten töten. So, da ist das letzte Auge. Es ist tot. Und da ist der letzte Vati. Weil es auch noch nie einen gab. Ah, ich hätte vielleicht einen anderen Safe State nutzen sollen. Ich nehme nämlich nicht mehr den Safe State, wo ich keinen Schaden drin habe. Falls ich nämlich nochmal neu beginnen müsste. Jetzt zum Beispiel hätte ich ihn gerne genommen. Letztes Auge. Yay. So, die erste Phase lief gut. Jetzt kommt die zweite Phase. Ich mache nochmal einen zweiten Safe State. Vogel. Klar, ich schieße weit. Ich bin so gut. Oh nein, ich muss das treffen. Lass mich in Ruhe! Verdammt, noch eins! Kling! Nicht von lila Staffel. Treffen lassen. Okay, dann schätze ich. Da. Da.
Blitzbälle. Die Runde war wieder gut. Und zwar sehr. Ah, Blitzbälle. Also auch nicht. Also es ist jetzt so. Schlage. Schlage. Egal, ich habe noch keine zwei Feen. Das ist das Beste daran. Aber jetzt lasse ich mich wirklich von allem treffen, weil ich weiß, dass ich eine Fee habe. Jetzt, wo ich weiß, na, ich kann noch zweimal sterben, lasse ich mich natürlich wieder umbringen wie sonst was. Oben nicht, dann schätze ich, ist es unten. Ja, muss unten sein. Oh, kacken. Lass mich doch mal. Schubs mich nicht. Schubsen ist böse. Also wirklich. Der soll mal stehen bleiben. So, jetzt hier. Schluck das. Schluck das, meine ich. Oh, verdammt. Beweg dich nicht. Bewegen ist total böse. Bewegen ist gesetzlich verboten. Von mir. Natürlich. Stop doing that, you asshole. Thank you. Aber da Steine. Klar. Wieder mal beide hintereinander. Blitzbälle. Das sind Bälle. Also wirklich keine Manieren, die Leute wohl zu sagen. Oh, verdammte Kacke. Wegen dem Teil. Ich hätte den Boss besiegen können. Seite. Linke Seite. Ist mir ein bisschen zu voll hier mit diesen komischen Teilen. Ich schluck mal eine Fee, damit ich mehr Lebenspunkte habe. Bogen, ich habe kaum noch Pfeile. Noch ein Problem. Warum schlucke ich die Fee eigentlich? Warum esse ich die? Stirb, zweite Form! Zweite Form tot. Das darf nicht sein! Ich bin ein Dämon! Ich bin mächtiger als alle andere! Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren! Manuel! Wie irgendwas explodiert er? Und ich habe gewonnen. Gegen Wahl. Hey! Zelda retten! Oh, das habe ich doch gerade gemacht, ne? Danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen. In meinen Träumen. Herr, der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen rechtzeitig. Nein, der Fluch ist nicht gebrochen. Ich sehe ihn nicht. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen weg. Lauf, lauf. Oh nein, der Eingang und der Ausgang ist zerstört. Ja, auf zu den heiligen Städten. Wir müssen jetzt zu den heiligen Städten. Der Weg zu ihnen ist auch verquert. Nein, die heiligen Städte sind ja da oben. Seit Fatis Angriff. Aber wir können ja dort unten wieder rein. Und daran habe ich natürlich gedacht. Nein, das wusste ich übrigens vorher nicht. Noch nicht. Dass wir uns hier wieder heilen können. Aber jetzt ist es mir wieder eingefallen. Haha.
Wieder zwei Feen. Okay, die dritte Form wird kein Problem. Dritte Form war nur Schwert. Ja. Tipp, flip. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kräfte des Dämons, die Kraft des Dämons Swati, der das Force erlangt hat, erfahren. So, wie war das? War es schon mal nicht. War es so? Nein. Ah, jetzt genau. Da kommt der Arm. Auf den muss ich einprügeln. Oder wie war das nochmal? Musste ich nicht auf den Arm einprügeln? Oder was muss ich mit dem Arm machen? Muss ich so in, auf den Arm aufprügeln? Auf. Wieder eine Bierrunde. Mit welchen Waffen könnte ich das noch Wirbel starten? Schlau. Verdammt noch eins, jetzt lass mich. Da muss ich hier kurz dazu ziehen. Ja, genau. So war das. Kleiner machen. Jetzt geht's dort in den Arm rein. So, das hier müssen wir töten. Das mit dem hellen Auge da, das. Das Langsame. Weil es wird aber noch viel schneller als die anderen. Wenn wir eine anderes töten, wird, glaube ich, hier irgendwas passieren. Nein, der Raum wird dunkler. Er wird roter. Danke, wir haben ihn besiegt. Jetzt raus hier. Ein Arm ist zerstört. Auf zum zweiten. Vielleicht kann er nur noch die Pizzakugel machen und ja, sonst eigentlich nicht viel. Ach so, nee, stimmt. Beim zweiten Mal ist dann hier, ne? Da. Jetzt muss man sich klonen. Das ist ja mal so gar nicht unfair. Nein. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ah, genau! Oh! Ich bin aber auch ein Depp. Ja, jetzt bin ich noch gut größer. Ja, und zwar muss man das tun. Ist ja eigentlich logisch. Ja. Wirbelstar. Speicher. So, und los geht der Kampf gegen Bart. Wow. Vor mir, klar. Da, da, da. Da, da, da. Da. Stirb. 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 Stirb, hab ich gesagt. Flap, flap, flap.
steck deinen Arm in den Boden. Ach kacke, jetzt muss ich bis da unten laufen. Nur dass der Kopf mich erwischt. Lampe. So, da bist du ja. Warum rennst du in mich rein? Perfekt erwischt, ganz am Anfang. So, jetzt müssen wir uns... muss ich mich... einmal vierfach reinstellen und schlagen. Dann geht alles kaputt und ich kann schon auf seinen Kopf aufhellen. Warum will ich immer aufprügeln sagen? Schlapp. Ach so, ich kann gleich nochmal auf den Kopf einprügeln. Dann. Verdammte Kacke, willst du nicht endlich mal sterben, du Kleines? Oh. Oh, jetzt macht er noch natürlich nochmal das Blitzkackzeug. Also ich muss mich also lohnen. Ah, Kacken! Der Blitzgedöns, dem muss ich irgendwie ausweichen. Nur noch nicht in den Kombi. Oh, ich laufe auch noch rein. Oh, wie muss das Spiel nur ohne Vorspulen gespielt sein? Klar! Mach nochmal Blitz! Genau! Das ist jetzt unfair gewesen! Doppelt das. So etwas Dummes! Was mit der Kraft des Force? Der... was? Was ist mit der Kraft des Force? Der dämonischen Kraft? Wie gesagt, schwer ist der Boss nicht. Schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Fati besiegt. Das ist gut. Das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Ha! Wer hätte das gedacht? Nun, da Fati besiegt ist... ist auch sein Fluch von mir gewesen. Mein Name ist Ezio. Ich bin der Weise von Tynoria. Der Weise. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda. Bete inbrünstig für deinen Wunsch.
Monster sind weg. Die Octobox. Die komischen Spinnen für Viechis. Das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind von vom Fluch befreit. Alles ist wie vorher. Ja, spüre die. Ich spüre die Lebenskraft überquellen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Babbel babbel. Bla 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 bla. Ja, das war The Legend of Zelda The Minish Cap. Ein sehr gutes Spiel. Ein und der oder die andere Stelle wären ohne Save States viel schwerer gewesen. Wie zum Beispiel jetzt das mit den Rittern und so ein Zeug. Und überhaupt. Ja, hier ist ein wunderbarer Abspann mit wunderschöner Musik. Und ja, was soll ich noch zu diesem Spiel sagen? Es ist einfach toll und freut euch auf mein nächstes Let's Play. Ja. Die Folge hat Überlänge. Toll, nicht? Ich spüre mal ein bisschen den Spawnspan vor, den brauchen wir eigentlich keine. Nur die Bilder sind ganz lustig. Ich zeige euch aber noch den Abspann, sonst haut euch alles am Tag. Sonst haut nicht wieder irgendjemand oder so. Oh, ein Minish. Was, die haben eine Feder als Schweif? Vati. Die Menschen. Der erste Boss. Oh, die Musik. Das Bild, der Bilder. Hiermit endet das erste Abenteuer von dem, was die jetzt geht. Doch, was die Zukunft, was wird die Zukunft wieder machen? So geht die Geschichte weit. Solange die Kraft des Force es will. All right, since you don't have blah 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 blah. Das war's. Warte, ich hab das vor. Aha. Ja. Das war's mit Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Für immer. Ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dahin und tschüss.
Nein, das ist viel zu viel. Tschüss.